Und zwar seit der Version Java 5. Diese Vorschleife sieht so aus, alles andere ist hier gleich. Ich kann hier hinschreiben, vor, und dann kommt eine Variable, Doppelpunkt, und hier kann ich jetzt ein Array angeben, beziehungsweise genauer gesagt ist es ja die Array-Variable. Und kann jetzt innerhalb der Vorschleife auf diese Variable, die hier angelegt wurde, zugreifen. Was passiert dann? Ja, wenn ich eine solche Vorschleife definiere, wird der gesamte Wertebereich der Indizes des Arrays, das sich hinter Zahlen verbirgt, durchlaufen. Und diese Variable nimmt den Wert des jeweiligen Elementes an. Das heißt, diese Vorschleife ist äquivalent zu der Vorschleife von eben. Hier ist es nochmal aufgeführt für Allgemeinheit. Vor, und hier kann eine Variable stehen, und hier ein Doppelpunkt, dann kommt ein Array. Dann wird die Vorschleife so oft durchlaufen, wie das Array, was sich hier hinter verbirgt, im Prinzip ist es ja genauer gesagt eine Array-Variable, wie das Array, was sich hier hinter verbirgt, Elemente hat. Und die Variable nimmt den Wert des jeweiligen Elementes an. Und zwar werden die Array-Elemente beginnend beim Index 0 nacheinander durchlaufen. Sie haben schon gemerkt, ich komme manchmal etwas durcheinander, wenn es um Arrays und Array-Elemente geht. Und es hat sich halt so eingebürgert, dass man hinterher eigentlich gar nicht mehr von Array-Elementen spricht, sondern hier, wenn ich dieses Zahlen mir anschaue, dann von dem Array spreche. Weil hinter einer Array-Variable verbirgt sich ja immer ein Array, und in der Sprachweise des Programmierers hat es sich eingebürgert, dann hier direkt von Array zu sprechen, obwohl es ja eigentlich nicht korrekt ist. Aber das werden wir im Folgenden auch tun. Immer, wenn ich hier sage, ich greife auf dieses Array zu, meine ich eigentlich, ich greife auf das Array zu, was sich hinter dieser Array-Variablen verbirgt.